Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zu einer Folge von Ecstasy A&E Xane. Wir sind bereit, es kann richtig rund gehen und eins ist mal klar, ich habe mich aufgerüstet, den ganzen Schrott verkauft, den ich hatte und habe viel Geld ausgegeben für die vier Spectre-Waffen. Wie ihr seht, ist das schon eine etwas andere Waffenkategorie, gleich mal mit drei aufrüstbaren Slots. Ihr könnt ja vergleichen, was ihr vorhatten. Im Rande um die 200 waren wir richtig gut, jetzt sind wir bei 336, 320. Das sind beides Waffen, die ich nie nehmen werde, weil ich mit dem hier kämpfe. Pistole mit 250 Schaden, ich hatte vorher nicht mal ein Sturmgewehr mit so viel Schaden. Und natürlich das hier. Hier fehlt uns noch ein bisschen was, weil uns die ganzen Mods zum Aufrüsten ausgegangen sind. Eine neue Rüstung, wie ihr sehen könnt. Ja, und unsere anderen Teammitglieder sind auch richtig aufgerüstet. Das hat sich auch gelohnt, meiner Meinung nach. Gerade unser Kroganer ist mittlerweile eine einzige Kampfmaschine geworden. Und deswegen zuckt es mir natürlich in den Fingern, jetzt rauszufinden, wo wir das sinnvoll einsetzen können. Seltsame Übertragung. Begeben sich in das Century-System des Hawking Aether Clusters. Mama, biotische Kommunen, warum nicht? Dann werden wir zwei Biotiker mitnehmen. Und diesmal nicht Liara. Sorry, auch in dieser Folge kein blaues Mädel. Ich weiß. Was für ein Aether, Hawking, irgendwas? Ich hab's schon vergessen. Hawking Aether, da wollten wir hin. Tja, gibt ja nicht viele Systeme hier. Dann nehmen wir das. Wirklich in den Pfoten zu testen, wie gut wir jetzt. Da kommt eine Nachricht, Commander. Ja. Welche Überraschung! Ja, welche Überraschung! Halt die. Shepard, hier spricht Admiral Hackett vom Allianzkommando. Hab ich Geburtstag oder was? Wir haben eine Mission für Sie. Mhm. Ein Allianzoffizier namens Major Kyle hat im Hawken Aether Cluster einen kleinen Komplex errichtet und einige biotische Anhänger um sich versammelt. Mhm. Er steht der Allianz nun ausgesprochen kritisch gegenüber und wir glauben, dass er mental instabil geworden ist. Das könnte Ärger geben, Shepard. Sind ein bisschen übertrieben. Welchen Beweis haben Sie dafür, dass der Major gefährlich ist? Vor drei Tagen haben wir zwei Allianzabgesandte zu seinem Komplex geschickt. Sie sind verschwunden. Wir gehen davon aus, dass Kyle und seine Anhänger sie ermordet haben. Ach, wir gehen davon aus. Dieser Komplex ist ein Kult, Shepard. Sie nennen ihn jetzt Vater Kyle. Er hat sich als eine Art religiöser Anführer etabliert. Leg ich um. Das bedeutet immer Ärger. Sie sagten, seine Anhänger seien Biotiker? Ja. Aber Major Kyle selbst hat nie irgendwelche biotischen Tendenzen gezeigt. Ich glaube, er schloss sich nur einer Gruppe an, mit der er sich identifiziert. Viele Biotiker fühlen sich von der Gesellschaft nicht anerkannt oder ausgegrenzt. Kyle sieht sie wahrscheinlich als Opfer, die seinen Schutz brauchen. Und sie sehen ihn als jemanden an, der sich für sie einsetzt. Allerdings hat er sie leider davon überzeugen können, dass die Allianz irgendwie für all ihre Probleme verantwortlich ist. Jetzt verstehe ich das Desaster. Das können wir nicht zulassen. Stimme ich überein. Worüber wollten diese Allianzabgesandten mit Major Kyle reden? Sie wollten ihn in eine Allianzanlage bringen, wo er behandelt werden sollte. Major Kyle hat uns viele Jahre treu gedient. Wir wollten ihn nicht aufgeben. Aber angesichts seines Geisteszustands hat er sie wohl als Bedrohung angesehen. Wir sind uns ziemlich sicher, dass seine Anhänger sie getötet haben. Das hast du schon mal erwähnt. Also müssen wir den Typen umlegen. Was können Sie mir noch über Major Kyle sagen? Einst war er ein vorbildlicher Soldat, aber auf Torfan ist irgendetwas mit ihm passiert. Unter seinem Kommando sind zu viele Soldaten gefallen. Er konnte die Schuldgefühle nicht ertragen. Seine psychischen Auswertungen zeigten, dass er den Stress eines Kommandos nicht länger ertragen konnte. Er bekam einen ehrenvollen Abschied und ging in den vorzeitigen Ruhestand. Wir hatten gehofft, dass es sich mit der Zeit bessern würde, aber wir haben unterschätzt, wie sehr ihn das alles mitgenommen hat. Und jetzt scheint es zu spät zu sein. Das würde ich jetzt gerne fragen, aber eigentlich... Ich meine, entweder ist er ein Bekloppter, dann kann man umlegen, dann stört mich das nicht sonderlich. Oder er ist normal, nutzt die Leute aus, dann stört mich das auch nicht. Oder da ist noch mehr hinter der Sache. Möglicherweise kann ich die Sache gewaltlos beenden. Wäre nett. Das ist vielleicht nicht möglich, Commander. Wir wollen kein Blut. Also darf Rex nicht mitkommen. Gefährlich. Ich überlasse die Sache Ihrem Urteilsvermögen. Hackett, Ende. Definitiv darf der Rex nicht mitkommen, wenn das kein Blutbad werden soll. Der gute alte Ortmord. Viele Planeten und Monde. Taraptor. Was gibt's hier? Ein Medaillon. Ach, ist das nicht schön. Haben wir lange nicht mehr gehabt, sowas. Tantra. Komm auf den Planeten Tantra. Bitte entkleiden Sie sich jetzt. Gewöhnt euch an den Universumsbildschirm, den seht ihr in Teil 2 auch öfter.
Also gut. Och, nicht und wieder. Ich will kein Marco. Das macht keinen Spaß. Wir nehmen definitiv Caden mit. Diesmal sind wir vorbereitet. Und da es Biotiker sind, brauchen wir jemanden, der biotische Fähigkeiten unterdrückt. Also ich. Ja, was soll's. Wir nehmen die blaue Puppe. Was denn sonst? Natürlich. Ich darf doch mal bitten. Wer weiß, vielleicht ist so eine Asari gar nicht mal so schlecht bei den ganzen Biotikern. Ich meine, Asari sind von Natur aus etwas biotisch. Die futtern doch als Klein Kitchen Element Zero, wenn ihr mich fragt. Wenn ihr jetzt nicht mehr wisst, was das ist, fangt gleich nochmal mit den Let's Plays von vorne an. Oh, sollte es tatsächlich einen einfachen Weg geben? Und wieso lande ich immer verkehrt rum? Was soll das? Wenn ihr denkt, dass ich das kürze, seid ihr doch bekloppt. Was ist das jetzt schon auf der Karte? So. Moment. Da ist doch noch mehr. Ach, was soll's, erstmal hoch und dann gucken wir mal, wie es weitergeht. Ja, du komm jetzt hier, du hast 6 Rad Antrieb. Stell dich nicht so an. Mann, das nenne ich mal eine Spalte. Ich spalte dich schon. Schade. Gehe ich jetzt erstmal hier lang? Das interessiert mich jetzt. Da ist ein Fragezeichen auf der Karte. Das muss ich mir ansehen. Da komme ich jetzt nicht drum rum. Oh. Sonde oder warum geht's diesmal? Start. Bremsen. Oh, jetzt aber nieder. Ja, natürlich da unten. Was denn sonst, nachdem ich gerade hochgefahren bin? Adeliger Kämpfler. Ich schaue mich trotzdem erst hier um. Aus gesundheitlichen Gründen ziehe ich eine Waffe. Das macht man so. Geht bei mir auch mal so. Sobald ich in die Uni gehe, Waffe ziehen. Oh, Ariake Technologies, Raiku. Was waren die Raiku für Waffen? Turianer? Ich habe keine Ahnung. Müsste man eigentlich durchlesen, alles hochinteressant. Zack, steht da wer? Ist mir egal. Zack, nehmen. Oh, können wir gleich mal unsere... Ich glaube, 30. Ach, Major Pylon. Earth Control to Major Tom. Oder was? Die Ground Control, ne? Da, 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 da. Edge, die hat eben zuerst. Endlich, darauf hab ich gewartet. Ausrüstung. Nette Waffe. Seht ihr? So sahen Waffen zuvor aus bei mir. Jetzt guckt euch den Unterschied an. Meine Güte. Ist ja nicht schlecht. Und 3 Slots. Oh, die kriegt Tali. Möchte ich mal wetten. Wenn wir gerade dabei sind. Das ist ein Präzisionsgewehr ohne Mods. Wieso gebe ich dem Wort? Ne, ist egal. Sieht überhaupt nicht komisch aus, oder? Und die haben schon wieder Kohle, wieso? Es lohnt sich doch hier einen Rotz mitzunehmen. So, jetzt will ich aber immer noch daheim. Wohin hatte mich das eigentlich geführt? In welche Richtung? Nordwest oder was? Ich habe keine Ahnung. Kommen wir da hoch? Wahrscheinlich nicht. Da ist eine Grenze angezeigt. Also wird es hier wahrscheinlich gar nicht lang gehen, oder? Aber zumindest ist die Aussicht von hier oben wesentlich besser. Ein Sternenhimmel, 5, 3. Wow, 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 wow. Nicht da runterfallen. Das wäre mir zutiefst unangenehm. Nicht runterfallen. Na. Reiß dich zusammen, Männer. Ich kann es kaum erwarten, die Führerschein zu machen. Ach, bitte nicht runter. Ich hasse unten. Unten ist scheiße. Kann es nicht hier oben irgendwo sein? Wir gehen jetzt erstmal den Gebirgsweg lang, weil ich traue dem Frieden nicht. Wir haben ja schon gesehen, was passiert, wenn man irgendwo feststeckt im Gebirge. Meine, was du jetzt? Oh. 2 Fragezeichen, ne? Na, dann gehe ich da hin. Das muss ja hier irgendwo sein. Das soll euer Gebirgsfahrt sein.
Zeit. Ja, ich kann sogar. Stop. Aussteigen. Kann der nicht einmal auf der Fahrerseite aussteigen? Trümmer. Ja, warum nicht? Ich mag Trümmer. Trümmer sind schön. Kann man spielen. Haben die Frauen vor 60 Jahren noch das? Oder was, 70? Ich habe keine Ahnung. So, was war hier noch auf der Karte? Ne? Hat der Klondike was abgeworfen? Wie sieht's aus mit dem Claim? Wahrscheinlich nicht. Die Vorderfahrt des Markus durch den Aufprall zerstört. Ein einziger Blick ins Innere genügt, um zu erkennen, dass die Insassen wahrscheinlich ein Team illegaler Wildcat-Minenschürfer tot sind. Noch immer Riesen in den Fassvakuum in der Atmosphäre Latus, die Trümmerteile durch die Reifen spuren. Seht ihr? Und deswegen lese ich nicht vor. Wow, macht denn so einen Krach hier? Und wieder hoch. Kann ich den Marco bitte gegen ein Flugzeug eintauschen? Das wäre eventuell sinnvoller. Allianz-Militär gibt wieder nicht brauchbar aus, ja. Rechts, dann links. Komm, ja, wow. Motorblocker. Also wer noch nie Vigilante 8 gespielt hat, der hat echt was verpasst. Ja, so landet man direkt neben dem Ziel. Oh, bin ich heute noch gut. Merkt ihr, dass die Gadgets, die wir hier aufsammeln, auch schon geringfügig besser sind? Geringfügig? Ich mach dich gefügig mit meinen Gadgets. Das konntest du nicht widerstehen. So, was? Oh, meine Güte, das dauert hier ewig ein paar Tage. Und das wegen einer blöden Nebenmission. Ich bin mir noch nicht mal sicher, dass das die Mission ist, wegen der wir hier hin wollten. Ich würde sogar fast behaupten wollen. Egal, warte jetzt. Endlich mal ein bisschen Platz zum Fahren. Wäre viel cooler, wenn hier Sand wäre. Der aufwirbelt, nicht der Schlamm hier. Okay, da hinten ist dicht. Wir werden wohl auch nicht aufspringen können, dachte ich mir. Also parken wir den Marco natürlich so, dass wir gleich wieder losfahren. Denn ich will mich hier nicht lange aufhalten. Bereit. Ach, du sagst das so als... Dies ist ein privates Asyl. Fremde sind nicht willkommen. Ich muss mit dem Mann reden, der hier das Sagen hat. Es ist wichtig. Vater Kyle will mit der Allianz nichts mehr zu tun haben. Ich möchte, dass das hier friedlich endet. Wenn ich nicht mit ihm reden kann, könnten Leute verletzt werden. Wir lassen nicht zu, dass Sie Vater Kyle mitnehmen. Er beschützt uns. Wir brauchen ihn. Die Allianz will, dass jemand für diese Morde bezahlt. Lassen Sie mich mit Major Kyle reden. Vielleicht finden wir einen Weg, bei dem hier alle überleben. Warten Sie. Vater Kyle will mit Ihnen reden. Gehen Sie zu dem Gebäude am anderen Ende des Komplexes. Er erwartet Sie dort. Warum kann ich nicht hier rein? Ich gehe jetzt trotzdem hier rein. War das ein Bug, oder? Nichts mehr übel, ich schaue mich jetzt trotzdem hier um. Könnte es ja irgendwas geben. Na, was habe ich gesagt? So viel zu dem Thema. Nett. Gerade erst aufgerüstet, schon werde ich wieder overtuned hier. Oh, guckt euch diese Waffen an, die leuchten sogar im Dunkeln. Das ist bestimmt im Kampfeinsatz sinnvoll. Ich bin irgendwie verdächtig, dass hier keiner ist. Kontrollraum, ja, dann gucken wir mal, ob überhaupt jemand da ist. Nicht, dass ich hier mit einer KI gesprochen habe oder so eine Scheiße. Das hatten wir ja alles schon mal. Hey! Alle sehen uns an, als wären wir Freaks. Nur weil wir Biotiken haben. Hast du mal in den Spiegel geguckt? Ist ja was mit meiner Schwester, ist ja kaum. Wir können der Allianz nicht trauen. Ja, mit dem kurzen Ausschnitt wärst du prima bei der Allianz aufgehoben, meine Liebe. Militär und kurze Haare, wieso eigentlich?
kann man sehr klein rasieren, was soll der Quatsch? Also ich meine, den Kopf und so. Oh, hi. Alle sehen uns an, als wären wir Freaks. Nur weil wir Biotiken haben. Nö, das hat was mit der Schrotflinte zu tun, die du da trägst. Vater Karl sagt, wir Biotiker müssen zusammenhalten. Wenn ich die jetzt eine halbe Stunde verfolge, kriege ich dann mit, dass die Sinnes rumlaufen? Ist mir egal, ihr könnt es noch was geben. Komm, Caden, schau dich um. Wie gefällt euch Caden mal zur Abwechslung in Weiß? Habe ich nur gemacht, damit ihr die voneinander unterscheiden könnt. Wenn ich sage, guckt euch die hübsche Blaue an und ihr guckt den schon an. Ihr seid ein bisschen merkwürdig, YouTube. Ist euch das schon mal aufgefallen? Ich würde mir an der Stelle Fragen stellen. Komm schon. Muss es doch was geben. Das ist hier. The hallway knows no end. Offene Türen sind gut. Wenn ich jetzt die Tür vor dir zumache, so, läufst du weiter, ne? Das war mir klar. Und du wunderst dich, warum dich einer als Freak anschaut. Ist schon ein bisschen komisch, muss ich sagen. Kann ich die alle umbringen? Das wäre mir wirklich sehr gelegen. Wenn ich jetzt auf die Feuer... Also so hypothetisch. Einen Augenblick mal. Vater Karl sagt, wir Biotiker müssen zusammenhalten. Halt einen Augenblick. Wir schauen uns nochmal ganz kurz um. Die Allianz will uns vernichten. Ich wollte gerade sagen, in dieser komischen Enklave der Irren gibt's nur Frauen. Dann würde ich natürlich verstehen, was die Sekte zweckt. Dann hätte ich dafür Verständnis. Dann würde ich hier zum Opa gucken. Lassen wir das, warte jetzt. Oh, diese weiten Strecken nochmal, ja. Oh ja, gehen wir zu dem Irren. Machen wir ihn kalt. Da sind ja noch mehr von euch. Kann ich hier schon mal ein paar Haftminen? Wieso kann ich Minen eigentlich nicht timen hier? Nur mal so als Frage. Hi. Wenn Sie versuchen, uns Vater Keil wegzunehmen, dann werden Sie genauso enden wie die anderen. War das ein Geständnis? Soldaten. Hä? Hä? Feuerfrei. Ich glaube, der spinnt wohl. Ich bin Commander der Allianz. Nicht zu. Sind bereit. Ja, das wollte ich gar nicht haben, sondern hier so. Einfach nur aus Sicherheitsgründen. Hier gibt's jede Menge von euch, wa? Was? Kiste? Wo? Wie? Warum? Weshalb? Wieso bin ich nicht in der Nähe? Geh weg, Kane. Ich will jetzt nicht mit dir reden. Ich will looten. Gibt's doch bestimmt noch mehr, oder? Loot. Ich sag's immer wieder. Nee, in der Tat. Gibt's nix. Das macht Spaß, so ein bisschen ziellos hin und her zu laufen, oder? Rechts ist ein Zeichen, dann gehen wir nach links. Geheime Goldschätze. Na, der Massageraum. Alle mal bereitlegen. Wir warten auf die Happy Hour. Hier, ich geht die Vorstellung, mich von einer Frau massieren zu lassen, die ständig irgendwelche... Boah, das ist ja... Nee. Gefällt euch der Gedanke wirklich? Ich meine, wirklich? Das ist doch krank. Kommt mal kurz raus. Ja. Marsch, ange... Was soll man dazu noch sagen an der Stelle? Kind, lass die Türen ruhen. Warum guckt ihr immer so weg? Die zucken ja richtig. Haben die Angst vor mir, ja? Hä? Oder ist es Diabetes? Egal, warte jetzt. Oh, meine Güte. Als ob ich ihr irgendwas antun würde, was sie nicht vorher mich drum angebettelt hat. Ich bin Major Kyle. Ich weiß, warum Sie hergekommen sind. Wir haben keinen Streit mit Ihnen. Warum können Sie uns nicht in Ruhe lassen? Was ist aus den anderen Allianz-Offizieren geworden? Denen, die vor uns hergekommen sind? Sie wollten mich von hier wegbringen. Sie wollten, dass ich diesen Ort hier verlasse, meiner Familie den Rücken zuwende. Sie haben blasphemische Worte von sich gegeben. Ich tat, was ich konnte, um ihnen einen schnellen und schmerzlosen Tod zu ermöglichen. Ich hatte keine andere Wahl. Meine Kinder müssen sicher sein. Die Allianz schickt mich, um sie festzunehmen, Major. Erkennen Sie nicht, dass die Sache aus dem Ruder läuft? Sehen Sie nicht, dass Sie Ihre Anhänger in Gefahr bringen? Ich weiß es zu schätzen, dass Sie in friedlicher Absicht kommen, aber ich kann Ihrer Bitte nicht nachkommen. Wenn Sie meinen Kindern den Vater nehmen, sind Sie hilflos. Ach, schade, ich hätte jetzt eine Bedrohungsfunktion gebraucht.
Sie haben ihren Anhängern befohlen, diese Allianz-Ermittler zu töten und müssen sich den Konsequenzen ihrer Tat stellen. Wollen Sie wirklich, dass Ihre Kinder auch für ihre Sünden büßen müssen? Nein. Das war meine Schuld. Meine Kinder sind unschuldig. Rein. Du tickst mal ganz so hart. Ich wollte nicht, dass das passiert. Warum habe ich Rex nicht mitgenommen? Es tut mir leid. Sie tun das Richtige, Major. Ihre Kinder werden davon profitieren. Kommen Sie. Warten Sie. Wenn meine Kinder sehen, dass Sie mich wegbringen, werden Sie es nicht verstehen. Sie werden Sie angreifen und dabei alle umkommen. Sie haben mir gezeigt, wie fehlgeleitet ich war, Commander. Jetzt müssen Sie mir die Zeit geben, es Ihnen zu erklären. Aha. Nur so werden Sie es verstehen. Bitte geben Sie mir eine Stunde. Danach werde ich mich vor den Toren des Komplexes der Allianz ergeben. Ich gebe Ihnen mein Wort. Das ist ein religiöser Spinner, aber was soll's, wir können ihm ja glauben, wenn er Stress macht, umlegen, wir sind schließlich hoch an die Zähne bewaffnet. Ich werde Ihnen vertrauen. Wenn Sie das Vertrauen missbrauchen, müssen Sie und all Ihre Kinder darunter leiden. Richtig, Oma Thron. Ich werde Sie nicht verraten, Commander. Danke. Gut, und jetzt nochmal zu den Frauen in deiner Kolonie. Joker kann Major Kyle von der 5. Flotte abholen lassen. Ich hoffe nur, Sie wissen, was Sie tun, Commander. Was denn, keine Schießerei? Oh, was macht ihr denn hier? Habt ihr darauf gewartet zu feuern? Nur damit wir uns da richtig verstehen. Wenn man solche Frauen sieht, dann denkt man automatisch daran, irgendetwas anderes zu machen. Zum Beispiel Essen machen, kochen, putzen, aber bitte nicht an Frauen denken. Sie sahen mal etwas zu geschwollen aus. Wenn ihr versteht, was ich meine. Lass mal das. So, eine kurze Aufnahme, oder was? Wir gehen hier ungestört raus und das finde ich verdächtig. Welcher hätte ich gleich feuern sollen, gut ist. Hätte bestimmt viel mehr Spaß gemacht. Aber gut, wir sind ja Vorbild. Apropos. Quatsch. Ja, doch, wir sind Vorbild. Können wir schon so stehen lassen. Entspannung. Hackett? Neuer Nachrichteneingang. Hackett. Stelle durch. Hier spricht Admiral Hackett, Commander. Ihr Pilot hat uns Ihren Bericht über Major Kyle übermittelt. Doch sowas, der Joker. Wir haben wie abgemacht ein Team hingeschickt. Kyles Anhänger zerstreuten sich und der Major hat sich widerstandslos ergeben. Wir werden dafür sorgen, dass er die benötigte Hilfe erhält. Ich hatte damit gerechnet, dass die Sache in einem Blutbad endet. Ich weiß nicht, wie Ihnen das gelungen ist, Commander. Aber Sie haben viele Leben gerettet. Oh, das war unglaublich anstrengend. Glückwunsch. Dafür habe ich mich jetzt aufgerüstet, wollte mich versch... Tja, mir ist jetzt aber trotzdem nachschießen. Was nun? Ist das? Ich weiß schon, wo wir hingehen. Eine Runde Citadel Station. Und ich habe gerade den Titel für diese Episode herausgefunden. Hoffentlich kann ich mir den noch merken, die 3 Sekunden lang. Scheiß auf merken. Wofür hat man Stift und Zettel? So. Ja, können wir nicht einfach gleich direkt dort ausstellen? Wo? Was? Joker? Nein. So, wir nehmen mal mit. Wir schauen uns um mit. Die hat sich dem Rat noch nicht gestellt. Innendruck wird Außenatmosphäre angeglichen. Logbuch. Kommandant ist an Land gegangen. Sehe ich gut aus, Officer oder? Executive Officer Presley hat das Kommando. Ich meine, gut, ihr seht auch klasse aus, Mädels. Das wird schon. Seht ihr, Frauen mit Waffen auf dem Rücken haben irgendwie was an sich, oder? Nee, was ist jetzt wieder?
halt die Schnauze. Ich bin kaum Spectre. Ich salutiere überhaupt nicht. Stehen Sie bequem. Rear Admiral Mikhailovich, 5. Flotte. Salutieren? Was wollen Sie? Nö. Kommt ja gar nicht in Frage. Wir haben. Sag mal, Shepard! Ich hätte sonst eine formellere Begrüßung angesetzt. Sparen Sie sich die Nettigkeiten. Ich habe das Kommando über die 63. Speerflottille. Nach dem Testflug sollten Sie und die Normandy mir unterstehen. Dann streckte der Rat seine Hände. Klauen, Tentakeln, was auch immer. Sind wir etwas rassistisch? Sie streckten sie nach unserem Schiff aus. Und nach Ihnen. Ich diene immer noch der Allianz, Sir. Angeblich. Und als Spectre kann ich unsere Interessen beim Rat vorantreiben. Sie wissen aber schon noch, welche Farbe Ihr Blut hat. Keine Ahnung, warte mal. Ich missbillige die Entscheidung der Politiker nicht unbedingt, sie dem Rat zuzuweisen. Es ist eine Chance. Ich missbillige allerdings dieses überladene Stück Blech. Was für ein Stück Blech? Die Normandy ist ein gutes Schiff, Sir. Bisher hat sie uns treue Dienste geleistet. Sie ist eine Spielerei, Commander. In einem Kampf um Leben und Tod ist sie nutzlos. Halt die Füße still. Dieses Experiment hat unser Haushaltsbudget Milliarden gekostet. Für das gleiche Geld hätten wir einen schweren Kreuzer bekommen können. Aber nein, wir mussten ja nett zu den Turianern sein und ein Heidengeld für einen gemeinschaftlich erbauten Schrotthaufen rauswerfen. Hast du eine Rechnung dabei? Ich bin wegen einer Inspektion hier, Commander. Die Normandy ist ein Kriegsschiff der Allianz. Ich erwarte, sie in Topform zu sehen. Ja, lieber nicht, ach was. Nur zu, das Schiff ist hervorragend. Wir würden uns geehrt fühlen, sie Ihnen zu zeigen, Admiral. Was? Da bin ich mir sicher. Nicht das, ich hab zu tun. Warten Sie hier, es wird nicht lange dauern. Ja, was sagst du jetzt, Freundchen? Commander, ich bin nicht besonders glücklich. Was gibt es denn zu bemängeln? Der geht mir jetzt Der echt auf den Keks. Er hat diese Operationszentrale entworfen. Den Commander Achtern von allen anderen zu platzieren, ist absolut ineffizient. Was passiert denn, wenn er etwas mit den Crewmitgliedern am Bug besprechen muss? Dem das zu sagen, ist vielleicht nicht so sinnvoll, aber was soll's. Modifiziertes turianisches Design. Sie bevorzugen es, wenn Ihre Commander Ihre Untergebenen beaufsichtigen, statt in ihrer Mitte zu fungieren. Wir wollten abwarten, wie effektiv Sie mit einer solchen Anordnung... Ja, ich bin ganz zufrieden mit dem Design. Bisschen klein, aber... Durchaus nachvollziehbar. Aber das hätte man auch in einem Labor herausfinden können. Statt auf einem Kriegsschiff in vorderster Linie. Ich habe mich sehr über Ihren Antriebskern gewundert. 120 Milliarden Credits Element Zero, nur um dieses Ding ungesehen in Bewegung zu setzen. Sie können sich sicher vorstellen, dass man mit dem Geld Antriebskerne für 12.000 Jäger hätte herstellen können. Was für einen Sinn hat es überhaupt, sich für ein paar Stunden zu verstecken? Nutzlos. Hey. Wir können uns in ein feindliches System schleichen und den Verkehr beobachten. Oder Infiltrationsteams auf feindlichen Welten absetzen. Die Normandy ist um Längen effizienter als ein salarianisches STG. Jawohl. Special Tactics. Vielleicht. Aber das sind auch nicht die Aufgaben eines Kriegsschiffs. Wir sind ja auch kein Kriegsschiff. Unsere Aufgabe ist es, die feindliche Flotte zu finden und zu eliminieren. Genau. Nicht nachzuziehen. Greift zu den Musketen, Soldaten. Ins Bad muss. Und da wollt ihr ewig bleiben. Auch über ihre Crew sprechen, Commander. Wenn du jetzt Probleme mit... Morgana? Azari? Turiana? Quarianer hast du vergessen. Was denken Sie sich eigentlich, Commander? Hey, Tali! Wir können doch Quarianer. Uns keinen freien Zugang zu Allianzausrüstungen gewähren. Kann ich den Typen jetzt in Osmorland endlich? Wir haben neben Saren und den Geth noch genug Feinde da draußen. Wer anderen Spezies mit Argwohn und Misstrauen begegnet, gewinnt sicher keine Herzen für sich. Richtig so. Das würde voraussetzen, dass jene Herzen es wert sind, sie zu gewinnen. Und das muss noch bewiesen werden. Haben Sie sonst noch was zu sagen, Commander? Eine andere Rechtfertigung für den Zustand dieses Schiffes vielleicht? Der geht mir echt auf den Keks. Ich halte die Normandy für ein gutes Schiff, Sir. Selbst wenn Sie anderer Meinung sind, müssen Sie zugeben, dass Ihr gemeinschaftlicher Bau und die gemischtrassige Crew die Allianz besser aussehen lassen. Oh ja, wenn ich mir die Jahre angucke, ist Ihr Job, sieht das gut auszusehen, Commander. Die Allianzflotte hat Kriege zu gewinnen. Ich bin noch nicht davon überzeugt, dass die Blähung Normandy hat, keine also Verschwendung von Steuergeldern ist. Dennoch. Aber ich bin jetzt überzeugt, dass Sie das anders sehen. Und dass Sie sie bestmöglich einsetzen. Na, endlich. Ich werde dem Militärstab des Rats einen Bericht schicken, der positiver ausfallen wird, als ich es geplant hatte. Gut gemacht, Commander Shepard. Wir sind stolz auf Sie. Dem Allianzrat, das menschliche Militär. Darf ich dir mal ganz kurz sagen, dass ich Spectre bin? Als ob ich darauf angewiesen wäre, auf dich zu hören, Freundchen. Ich kann dich sogar umlegen und komme damit davon. Nur mal so als Hinweis. Tja, liebe Freunde, trotzdem ein schönes Abschlussbild mit unseren beiden Hübschen.
Wir machen Schluss für heute. Ich steige schnell in einen Dreier mit dem Ball und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Xenout.